Ja, Freunde, was geht ab? Willkommen zur neuen Folge bei den Dota Brothers. Heute direkt aus unserem neuen Gym und direkt aus dem Training erstmal. Ne? Ich habe heute hohen Besuch hier bei mir im Gym. Zwar ist der Nationaltrainer von Kuba bei uns. Er hat auch damals gegen Lomachenko im Finale gekämpft bei der Olympiade. Ist ein sehr, sehr krasser Trainer, auch ein sehr, sehr krasser Boxer gewesen in seiner Jugend. Heute werden wir ein bisschen mit ihm zusammen trainieren. Werden wir zusammen ein bisschen Boxtraining machen und dann schauen wir, was der Tag noch so bringt. Ja, meterle. Also wie gesagt, er freut sich auf eine längere Zusammenarbeit mit euch zusammen. Das war der Anfang. Du weißt, ich habe ein Kurzzeitgedächtnis, deswegen muss ich auch mal alles zurückschieben, was er gesagt hat. Und wie machst du mir das, Herr Finan? Und wie die Kubaner sagen, gib ihm. Papi! A meterle con gana. Islam. Wie sind deine Spanischkenntnisse? Nicht gut. Kannst du überhaupt wissen? Nein, aber wir lernen. Wir lernen das. Die Leiber dann in der Der ist sehr fit. Das ist Umstellung. Weil die machen kubanisches Boxen. Ich schläge mit der linken auf die Hand. In Deutschland schlägst du immer quer. Ja, die machen gerade. Ah, genau. Ungewohnt erstmal, ne? Ja, ungewohnt. Aber sehr, sehr geil. Und der ist sehr fit. Hält gut, bewegt sich gut, weißt du? Viele Pratztrainer sind am Faul und wollen sich nicht viel bewegen, weißt du? Ja, man merkt, dass die ganze Zeit fett. Ja. Aber er bewegt sich viel, weißt du? War jetzt auch das erste Mal erst. Weißt du, ich meine? Bisschen an der Gewinn. Wenn alles klappt, dann wird er ja auch in Zukunft hier bei uns Trainer werden, wird das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level kommen. Es war jetzt so ein bisschen Kennenlernphase so. Er war jetzt ein paar Tage hier, wir haben uns ein paar Tage kennengelernt, das Klima, ob alles passt. Passt alles soweit. Sehr gute Leute, sehr herzliche Menschen. Jetzt Spanisch lernen, ne? Jetzt erstmal ein bisschen Spanisch lernen. Machen lernen, Bubble. Bereitest du dich jetzt eigentlich auf den Gegner vor? Von der Logik jetzt. Okay. Ich weiß alles, was er kann. Ich kenne den Typen. Der hat viele Kämpfe. Und deshalb, ich mache mir nichts Sorgen. Ich trainiere so, wie ich immer trainiere. Ich bereite mich auf alles vor. Gehen mir auch immer vor. Weißt du? Weil wenn du dich auf eine Sache bei jemandem vorbereitest und der auf einmal eine ganz andere Sache auspackt, bist du am Ende überrascht. Und deshalb muss ich mich auf alles vorbereiten. Ich weiß alles, was er kann. Und ich bereite mich auf alles vor, was er kann. Aber im Endeffekt ist nicht wichtig, was er kann, sondern das, was ich kann. Und das, was ich machen werde. Und das wird man am 10. Februar sehen. Aber man muss ja einen Zaun hochklammern. Genau. Direkt, wenn du hier bist, Bruder, wenn der ist hier, machst du das hier. Boom. Ja? Und dann arbeitest du dich wie im Käfig hoch. Zack, 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 zack. Boom. Was wie? Capoeira. 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 Kannst du Capoeira? Ja, Bruder, ich bin. Gut. Walla. Walla, stark, gell? Ja? Walla, stark. Einfach Backflip zu nehmen. Klar, Bruder. Und Franklin, was sagst du zum Training mit dem Coach? Stark. Ja. Sein Bruder ist Vize-Olympiasieger, hat zweimal gegen Lomachenko gekämpft. Der hat krasse Erfahrung, merkt man auch. Gar nicht wie deutsche Trainers. Also ich will die jetzt nicht schlecht reden, aber man sieht einfach einen Unterschied. Mhm. Ja, Mann. Ja, ja, weil alle schlagen führen so, bei dem ist so. Aber krass, das ist gut. Boom, boom. Safe. Ganz wichtig, ihr erst beim Training. Aminosäuren. Versorgt euren Körper, dann fehlt euch auch nicht die Energie. Immer mit Code Dulat auf den besten Deal sichern, beim besten Supplement. Er schreibt euch ins. Yes, let's go. Ich kam schon hier rein und sagte zu mir so, ey, so, meinte ich, ey, Bro. Meinte ich, first of all, I wanna say, mi casa es su casa. So, wir haben den gemacht. Wir haben den gemacht. So, also. Mi casa es su casa. Er hat die Schlange linke. In die linke. Hier. Ja, genau. Weißt du, was er hat so gehalten, der meinte so, boom. Und boom, boom, weißt du, genau. Zweimal. Und habe ich rechts dahin geschlagen und links, rechts steckt dann immer so hintereinander. Das ist schon. Die waren das eigentlich auch besser, weil wie der Kamer gesagt hat auch, du schlägst ja auch nicht eigentlich quer. Hm. Weil ich meine, du schlägst eigentlich gerade. Ja. Yeah. Deswegen, war auf jeden Fall geil. Hat sehr viel Spaß gemacht. Du hast es schon gesehen, das sind schon die Leute, die wir brauchen hier im Gym. Hast du zu viel aufgenommen vom Gym? Nein. Okay.
muss nämlich immer noch ein Geheimnis bleiben. Here we go, at the top of the class on a roll. And it's time to run it up, yeah you know. Maxed out, put the pedal to the floor, ey. On the roll, here we go. Na guck mal, warte. Wir rufen den Laden an, sagen, wir haben viel Papier, wir haben viel Geld dabei. Wir sollen mal Platz machen für 10 Leute. 9 Leute, wir sind 9 Leute, wir sind nicht 10, wir sind 9. Nehmt den auch mit dabei, nehmt den mit dabei. Wir haben gesagt, wir haben Profiboxer, wir haben Fußballprofis, wir haben alles mit dabei, Bruder. Ja, bis gleich, sag mal. Okay, wo geht's jetzt hin? Ich fahr auf jeden Fall nicht mit dir. Ich hab meinen Bruder Karim dabei. Mein Bruder Karim hat ein sehr cooles Auto dabei. Ich muss meine Tasche bei dir ins Auto fahren, Bruder. Ich war bescheiden mit. Okay. Warum hat denn der Kameramann versucht auf kein schönes Auto? Was? Warum hat denn der Kameramann versucht auf kein schönes Auto? Woher soll ich das wissen? Kauf dir halt, du kriegst Geld. Amigi, hast du willst? Dein Auto ist ja schön. Nur nicht so schön wie das von Karim. Okay, was machen wir jetzt? Also wir gehen jetzt essen. Neuerdings habe ich auch keinen Bock mehr, selber mein Auto aufzumachen, ne, und selber die Türen zu öffnen. Deswegen mache ich das ab jetzt mal anders. Ich will mit dem Auto reden. Geh auf. Siehst du? Wenn ich rede, geht. So. Zu gilt das nicht gehen. Immer so Stress. Was stand heute eigentlich auf dem Tagesplan? Ich kann eigentlich mehr. Eigentlich wollten wir heute mit Kerem was Böses drehen. Aber der Kerem ist leider noch gerade ein bisschen verletzt und hat heute ein bisschen Privatzeit noch. Und die haben wir gegönnt. Ne? Und deshalb, aber das wird safe bald nachgeholt. So, freut euch auf eine wilde Folge was Böses, wo wir den Kerem einmal noch richtig vermöbeln. Jetzt Burger King, oder was? Nein, wir essen normalerweise nicht bei Burger King. Aber die Jungs, die Coaches müssen gleich zurückfahren, bis wir ihr Problem noch geklärt haben mit dem Pass und so sind die noch in Nürnberg, weißt du? Und deshalb, weil die gleich einen Zug kriegen müssen, essen die kurz schnell was hier. Also wir gehen ein bisschen zurückquatschen mit denen, lassen dann, wenn sie alleine sind. Und dann sitzen die auf dem Zug und dann, ja, gehen wir richtig was richtiges essen. Am Mittwoch gucken wir schon wieder Trainerzeug. Ja, genau, da ist auch ein guter Trainer. Er selber auch für Bellator gekämpft, bringt noch ein paar Jungs mit. Mit den Jungs werden wir zusammen trainieren, Sparring machen und so weiter und so fort. Und dann schauen wir nach, was die Jungs so drauf haben. Bis 14. Wie kam der Kampf mit Panalogos eigentlich zustande? Wie? Ja. Wir haben ihn herausgefordert. Wer hat ihn herausgefordert? Du oder der Matchmaker? Ich habe ihn herausgefordert. Dann hat der Matchmaker mich angefragt und dann hat er mich erstmal abgelehnt. Zweimal, ja. Und danach haben wir zugegeben. Hast du sonst noch Wunschgegner? Wunschgegner, ja. Ich würde gerne gegen Apollo kämpfen. Apollo? Ja, ich würde sehr gerne gegen Apollo kämpfen, ja. Hast du schon mal, war das schon mal Sachen im Gespräch? Nein, noch nie. Ich habe ihn mal auch angefragt gehabt bei den Leuten von Octagon, aber da war der Kampf, da haben die mir direkt gesagt, er hat Kampf schon zugesagt gegen Grabinski. Ja, ein spannender Kampf auf jeden Fall. Safe. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Eventuell, wenn ich den Pyrologus weggehauen habe, kann man noch gucken. So, Freunde, wir machen kurz Pullover wechseln, weil beim Essen ist uns leider der Pullover dreckig geworden. Jetzt gehen wir eine Runde auf den Weihnachtsmarkt, holen uns ein paar Süßigkeiten. So, gute Umleitung, ne? Top. Gut geschwätzt, ne? Messi. Messi-Auto? Ja. Wo ist der andere? Wo ist der AMG? Hab keinen. Hab kein Geld mehr, bin pleite. Welchen Weihnachten gehen wir? Auf der Königshalle. Doch nicht Weihnachtsmarkt. Doch nicht Weihnachtsmarkt, aber wir gehen jetzt einen Kuchen essen. Woran hat's gelegen? Er hat keinen Bock. Die Jungs fahren. Hatten keine Lust gehabt, weißt du? War nicht zu viel los. Sonst laufen Vorbereitungen für Zoom. Kann man schon einen Termin geben, wann es öffnet? Laufen gut. Ich denke Anfang Dezember, Mitte Dezember auf jeden Fall, so die Zeit. Ist immer kompliziert, weißt du selber, wenn man das neu aufmacht, kommen immer unerwartete Sachen dazu und deshalb gibt es immer kleine Verzögerungen, aber Dezember soll das definitiv werden. Habt ihr schon eine Preisliste? Jo. Ja, wir sind auch gerade dabei, das fertig zu machen. Wäre jetzt eine Lüge, wenn ich sage, ich habe jeden Preis im Kopf. Aber wird sich an andere Gyms anpassen. Also wird sogar teilweise günstiger sein als die anderen Gyms hier nehmen. Habt ihr neues Angebot dann auch? Ja, safe. Okay. So, Freunde, das war's an dieser Stelle mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein paar Kommentare. An dieser Stelle, peace und bis zum nächsten Mal.